Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barkrafts. Was habe ich heute für euch vorbereitet? Ich habe mir nochmal den 2018 erschienenen Film T34 Das Duell vorgeknöpft. Das habe ich ja vor 2 Jahren schon mal gemacht, aber habe ich den ganzen Film begutachtet. Jetzt nehme ich mir einzelne Szenen raus, vor allen Dingen Kampfszenen und wo man ein bisschen was zur Technik sagen kann. Also wer den Film nicht kennt, geht in der Regel darum, T34 gegen die deutschen Fahrzeuge. Am Anfang sind es noch Panzer 2 und 3, nachher sind es Panther. Da kommen wir aber noch hin. Wir befassen uns heute aber mit der ersten Szene, und zwar spielt die in einem Dorf, wo ein T-34-76 steht und die mit ungefähr 200 deutschen Panzern angreifen und das nicht hinkriegen. Das gucken wir uns an. Ich muss sagen, bei dem Film gefällt mir schon mal positiv. Die tricktechnischen Aufnahmen sind unglaublich. Das ist wirklich super gemacht. Die Story, naja, ist so eine Sache. Und auch die, naja, wir gucken einfach mal rein. Ich habe mir vorgenommen, mich für 2020, für 2022 habe ich mir vorgenommen, mich nicht mehr aufzuregen. Ob ich das hinkriege, weiß ich nicht. Ich würde sagen, wir steigen jetzt einfach mal ein in den Film und gucken uns mal die Szene im Dorf an. Los geht's. So, ich würde sagen, wir steigen mal hier ein. Also, wir sind hier quasi mit dem Hauptmann Jäger zusammen auf seiner Panzer, auf seinem Panzer und schauen auf dieses Dorf. Und alles Weitere wird sich jetzt erstmal finden. Ich starte das jetzt mal. So, jetzt aber gleich zum Anfang. Warum liegt hier eine Flagge drauf? Das sind sogenannte Fliegersichttücher, damit die Stukas oder Flieger sehen, dass das deutsche Verbände sind, weil aus der Luft ist ein Panzer, wenn er weiß gekalkt ist, weiß gestrichen ist, ja sowieso für alle gleich, und deswegen haben die Fliegersichttücher auf ihren Panzern. So, jetzt steigen wir hier schon mal ein. Also wir haben hier einen Panzer 3, wahrscheinlich Ausführung J, wegen den vorgeschraubten Panzer, also extra Panzerung, die wurden ja nochmal verstärkt gepanzert. Hier drauf diese weißen Ringe sind Abschussringe, das heißt, für jedes feindliche Panzerfahrzeug oder jeden feindlichen Panzer, den sie abgeschossen haben, haben sich normalerweise an ihre 5 cm Kanone einen Ring gemalt. Und so muss man sich mal angucken. Ich glaube, bei Wittmann gibt es ein schönes Bild, da hat er hier seine 100 Abschüsse aufgemalt. Ansonsten, ja, sitzt er in der Kuppel, hier sein Kumpel, sein Fahrer oder Richtschütze, weiß ich nicht, schnackt mit ihm. Vorne hier sieht man nochmal das Koaxial-MG und ja. So, jetzt sieht man auch nochmal hier vorgeschraubt die Panzerung, das MG vom Funker, dann hier das Zeichen der Gespensterdivision, also 11. Panzerdivision, der Name des Panzers Dietrich, wobei ich dachte immer, die haben immer nur Frauennamen gehabt, kann ich mir natürlich auch täuschen. Ein Kettenglied extra draufgeschraubt, Zusatzpanzerung sollte das immer sein. Und ja, Tarnanstrich, Wintertarn, passt alles. So, hier kurz zu den Dienstgraden. Also hier Unteroffizier der Panzertruppe sieht man an den Kragenspiegeln, rosa Waffenfarbe, und er natürlich ein Hauptmann, 2 Pickel auf der Schulter. EK2-Band sieht man hier, den Rest ist, der ist wahrscheinlich im Panzerturm. Funkanlage, Kehlkopfmikrofon, also passt alles soweit. Also ich bin da Ausrüstung, uniformtechnisch sehr zufrieden. So, jetzt gehen wir mal an die taktische Ebene ganz kurz ran. Also ich bin hier in einem Waldstück, dann haben wir freie Fläche und dann kommt ein Dorf. Wir wissen nicht, ob das feindbesetzt ist. Wir sind ja wahrscheinlich 41 hier noch im Winter, weil die sind ja noch nicht in Moskau angekommen, also sind die noch da auf dem Weg dahin. Das heißt, man hat natürlich Aufklärer, man hat Flugzeuge und alles Mögliche und kann dieses Dorf quasi vorher ausspionieren. Ich würde natürlich auch nicht meine Panzer vorschicken und hier im Schneckentempo, sondern ich würde wahrscheinlich ein Aufklärungsfahrzeug vorschicken und gucken, was ist da los. Und wenn ich Feuer kriege, weiß ich, da ist irgendwas los. So, das nun mal zur taktischen Ebene. Dann, er ist ja wahrscheinlich der Führer dieser Panzergruppe. Ich weiß nicht, wie viele Panzer das sind, 9 oder so. Dann fahre ich natürlich auch nicht vorweg, sondern ich schicke meine Panzer flankieren vor und leite das Gefecht aus dem Hintergrund. Also, das ist ja nicht wie Captain Kirk, der bei jeder Außenmission als erster aussteigt, damit er auch drauf geht. Also, das ist schon mal Quatsch. So, hier haben wir schon mal einen Blick in den russischen Panzer, das musste man vorher wissen. Dienstgrade und Uniform, das macht Robin nachher, da kann ich nicht so viel zu sagen, das machen wir aber in der Mitte vom Film. Auf jeden Fall haben die sich hier eingegraben oder haben sich versteckt mit ihrem Panzer und warten natürlich jetzt darauf, dass sie einen nach dem anderen ausschalten können. Und ab hier darf ich, der Rotarmist, euch wieder ein bisschen über die Uniform, die wir in diesem Film sehen, erzählen. Auf diesem Bild sehen wir den Genossen Leutnant. Er hat etwas versteckt oben, das Waffengattungsabzeichen der Panzerfahrer und ein Quadrat
welches ihn als Unterleutnant ausweist. Auf dem Kopf trägt er eine Schapka-Uschanka mit dem abgetarnten Sowjetstern. Er ist bekleidet mit dem Schaffellmantel für extrem niedrige Temperaturen. Dieser war nicht nur für Offiziere vorgesehen, sondern auch Mannschaften konnten ihn bekommen. Auf diesem Bild sehen wir rechts den Fahrer. Er hat den Overall Modell 1935 an, der über die eigentliche Uniform drüber gezogen wurde. Auf den Kragenplatten, die in den Farben der Panzertruppe gehalten worden sind, also schwarzer Untergrund und rote Umrandung, sind zwei kleine rote Dreiecke mit goldener Umrandung. Und diese weisen ihn als Feldwebel aus. Er trägt die Panzerhaube Modell 1935 in der Sommerausführung. Die Winterausführung, dort sind die Ohrlappen länger und die komplette Haube ist mit Fell gefüttert. Auf den Kopf hat er die Flieger- und Tankistenbrille, das frühe Modell, das doch sehr windanfällig ist. Es gab zu diesem Zeitpunkt zwar schon ein neueres Modell, welches aber hauptsächlich an Flieger ausgegeben worden sind. Auf der rechten Seite haben wir den Bug-MG-Schützen und Funker. Er trägt eine normale Wattejacke, er trägt die Fünf-Finger-Handschuhe und ebenfalls eine Panzerhaube. Rechts ein bisschen im Vordergrund haben wir den MG-Schütze 1 am leichten Maschinengewehr DP-27. Vom Schützen 1 können wir hier nur so weit erkennen, dass er die Kälteschutzhaube trägt und den Stahlhelm Modell 40. Zu seiner rechten Seite sehen wir dann ein Stabsfeldwebel an den vier abgetarnten Dreiecken am Kragen zu erkennen. Ganz oben kann man noch leicht erkennen, dass auch er ein Waffengattungsabzeichen trägt, obwohl das ja gar nicht mehr vorgesehen war. Und auf dem Kopf trägt er auch wieder die Schapka-Uschanka. Auf dem letzten Bild sehen wir den Unterleutnant noch einmal im Hintergrund. Sieht man den abgeschossenen Panzer. Er ist dort gerade ausgestiegen. Seine Wattejacke ist ziemlich verrußt. Er trägt dort das Modell für die Unteroffiziere, welche von den Mannschaften nur in einigen Applikation zur Verschönerung sich unterschied. Im Kragenbereich sehen wir, er hat das Feldhemd aufgeknöpft und darunter kommt auch wieder der Militärpullover zum Vorschein. Ich hoffe, der kleine Einspieler hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Jetzt muss man wissen, natürlich schlecht geshoppt hier. Das Making-of habe ich mir natürlich angeguckt. Die haben hier nicht 10 Panzer hingestellt, sondern die haben 3 Panzer gehabt. Die haben sie benutzt und der Rest ist CGI, Blue Box, Greenscreen, wie man das auch immer nennen mag. Und haben die dann quasi wieder ins Bild eingefügt. Die haben auch Fahrzeuge genommen, die von den Kettenlauf, also von den Laufrollen und so ähnlich aussahen wie deutsche Panzer und haben das dann computertechnisch zusammengebaut. Also die haben tatsächlich wohl nur ein Panzer 3, ein Panzer 2 gehabt und ein Sonderkfz 251. So habe ich das gelesen. So, der da die ganze Zeit am Optik sitzt, ist ja der Kommandant. Man muss ja wissen, der T-34-Panzer war ja ein bisschen anders als der deutsche Panzer. Im deutschen Panzer hatten wir den Fahrer Funker, Ladeschütze, Richtschütze, Kommandant. So, Kommandant hat gesagt, welches Ziel? Ladeschütze hat geladen, Richtschütze hat geschossen. So. In den russischen Panzer war der Kommandant gleichzeitig auch der Richtschütze. Also es gab noch den Ladeschützen, das heißt, die hatten auch nur 4 Mann drin. Der musste sich aufs Gefecht konzentrieren und musste durch die Optik die Panzer bekämpfen. Schwierig. Muss man auch sagen, wer den Film gesehen hat, der Panzerkommandant hier ist sein erster Einsatz an der Front. Und eigentlich kommt ja Kampferfahrung von, also kommt ja dadurch, dass ich Erfahrung im Kampf sammel. Und der hat überhaupt keine Kampferfahrung und nascht die hier alle weg. Das kommt mir auch so ein bisschen spanisch vor. Er ist echt ein Glückskind oder ein talentierter Mensch. Aber ja. Hier kann man also sehr schön sehen. Also Panzer 3, Laufrollen, Stützrollen, hier Ersatzteile hier oben drüber. Und ich glaube, hier hinten habe ich noch mehrere Panzer 3 gesehen, wahrscheinlich CGI und noch ein Panzer 2 habe ich gesehen, also Panzer 2. Aber gut, es geht ja eigentlich hauptsächlich um den Panzer 3 von dem Hauptmannjäger. Und das wird auch keiner machen, hier auf dem Präsentierteller stehen bleiben. Wer weiß, in Russland waren ja oftmals
versteckte Packgeschütze überall. Also da war ja echt was los. Panzerkommandanten würden nicht so auf freier Fläche stehen bleiben. Die müssen sich verteilen, die müssen auf jeden Fall mit der Front zum Gegner sein. Die müssen aufgefächert fahren im Breitkeil. Ja, Täuschungsmanöver, ne? Aber jetzt hier, da ist eine Panzerkanone, oh Gott, jetzt schwärmen wir erstmal aus. Ich hätte sofort da zwei oder drei Schuss reingenagelt mit Sprenggranaten, dann ist die Pack auch ausgeschaltet. So, ich meine, die fahren am Gänsemarsch, ne? Ich meine, die Motoren schaffen, ich müsste jetzt nachgucken, 30, 40 km/h können die schaffen, die kleinen Dinger, auch die Panzer II sind unheimlich schnell gewesen. So, und wir tüdeln hier drum rum und also das ist auch wieder so eine Sache, das ist wieder so, wenn jetzt hier ein deutscher Panzerkommandant neben mir sitzen würde, der das alles mitgemacht hat, der hätte sich totgelacht, ne? So, genau, jetzt bleiben alle stehen. Wir haben jetzt die Scheune zerstört, da war ja nur eine Kanone, da müssen wir auch nicht vorfahren. Alle vorrollen, Distanz verkürzen, Deckung suchen an den Häusern, ran gucken, wie es weitergeht. Ich habe da einen ganzen Arsch voll, Entschuldigung, eine ganze Malhalla Grenadiere mit, die im Erdkampf eingesetzt werden. Da müssen die Schützenpanzerwagen nach vorne rollen, wie die Wahnsinnigen, die müssen ausboden, abspringen, das Fahrzeug verlassen und das infiltrieren und gucken, ob da noch mehr Panzerabwehrgeschütze sind. Wenn sie einen Panzer finden, dann kommt schon ein eigener Panzer auch hilft mit. Also, boah, das ist so dilettantisch immer. Also, och, ich wollte mich nicht aufregen. So, ich halte mal hier an. Also, jetzt mal ganz ehrlich. Das kalte Rohr, ne? Man sagt ja, ein kaltes Rohr ist noch nicht eingeschossen. Also ist noch kein Schuss rausgegangen. So, erzielt, ich weiß jetzt nicht, was das für eine Entfernung ist, 500 Meter, keine Ahnung. Und jetzt wollen die uns erzählen, er schießt durch den Panzer 2, durch den Turm durch und dann in den Turm von dem nächsten Panzer daneben auch noch rein. Ich meine, wie, was für ein Schwachsinn ist das denn? Das ist ja nicht ein Stück Butter, wo ich eine heiße Nadel durchsteche. Also das, sowas habe ich noch nicht gesehen. Und vor allen Dingen, ein Geschoss geht ja nicht rein und raus, da ist ja auch was dazwischen. Also da ist ja, das wird ja abgelenkt und die Drehbewegung und so weiter und so fort. Ich habe nun keine Ballistik studiert und Materialstärke, aber die Panzerung, meine ich, von dem Turm von so einem Panzer II waren, glaube ich, 15 mm, das heißt also 30 mm, wenn das Ding rein und rausfliegen soll. Die Panzerung vom Panzer III, die Turmpanzerung, die verbesserte, waren 30 bis 50 mm, so meine ich, das ist das. Und irgendwann ist auch mal Schluss. Also, was die uns hier erzählen wollen, ist ja völliger Blödsinn. Also, wenn da jetzt. Ja, gut, gucken wir weiter. Also, das ist für mich technisch völlig unmöglich. Und das dauert immer alles so lange, ne? Also als ob die nicht schon da anvisieren können und zurückschießen können. Und ich meine, so ganz klar zu sehen, T-34-76, das sieht man immer an diesem Metallklotz hier unter der Kanone, also 76 mm Kanone, hier ist die Fahrerluke, das MG. Und ja, er fährt jetzt hier rückwärts raus. Die haben jetzt schon 3, 4, 5 Mal auf diesen Heuschober geschossen, haben ihn aber natürlich nicht getroffen, weil der ist ja unverwundbar. So, da gehen wir nochmal ran. So, also diese Szene, also irgendwie habe ich was im Auge, sorry. Also diese Szene ist natürlich der Wahnsinn, finde ich, also vom CGI her. Also dieses drehende Panzergeschoss, 5 cm Geschoss, schrabt am Turm entlang und wird abgelenkt. Ich bin nun kein Metallurge oder habe das auch nicht so auf dem Schirm, aber entweder wird dieses Geschoss abgelenkt, aber es dringt ja nicht in die Panzerung ein. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob das auch so möglich ist. Das sieht natürlich toll aus, aber ich glaube nicht, dass das wirklich so ausgesehen hätte. So, also die schießen jetzt Störfeuer mit Mörsern. Also wir haben einen Panzer, eine Panzerabwehrkanone hatten wir gehabt und jetzt machen die da mit ihren kleinen Granatwerfern ein bisschen Musik. Also und die Panzer stehen ja immer noch vor dem Dorf. Also die Taktik war ja im Zweiten Weltkrieg, wenn irgendwo Gefahr, Beschuss oder was war, die Distanz verkürzen, ran in das Dorf, weil dann müssen die anderen sich ja auch in diesen Straßen bewegen. Und wir reden ja jetzt nicht von Stalingrad, Häuserkampf gegen Panzer oder also Straßenkampf, sondern das ist ja hier ein Dorf aus Holzhütten. Da kann ja alles umschmeißen, außer die Kirche. Die ist natürlich aus Stein. Und deswegen ist das, also weiß ich auch nicht. Also irgendwie, das passt irgendwie nicht alles. So, und jetzt geht das los. Jetzt wird das Dorf, ne? Und jetzt wird hier auch wieder Gänsemarsch hintereinander. Also Grenadiere warten ja nicht darauf, dass auf sie geschossen werden, sondern Grenadiere werden abgesetzt und dann flitzen die los, suchen sich Deckung, springen nächste Deckung und so weiter und so fort. Ich meine, Infanteriekampf ist ja nun nicht so schwer. Aber die, ich wollte mich nicht aufregen, ich weiß. Ich versuche es nur zu erklären. Nur auch er hier, ja. Also er zielt mit der Waffe auf seinen Kameraden, der eine Handgranate reinwirft. Also man zielt nicht auf seinen Kameraden. Man knickt die Waffe ab oder man zielt woanders hin. Also da sieht man schon wieder, dass die Jungs, die hier mitmachen, das sind auf jeden Fall keine Soldaten.
So, hier der Teller, das wissen wir ja aus den anderen Filmen schon. Das ist natürlich dieses russische DP-Maschinengewehr mit dem Magazinteller oben drauf, die gleich da loslegen. So, auch wieder hier. Also der russische Panzer muss ja irgendwo stehen. Man müsste ja den Motorenlärm hören. Der wird ja nicht den wieder ausgemacht haben, weil dann funktioniert ja eigentlich vieles nicht. Und ein Schuss, ein Treffer. Also was für Trottel alles, ne? Also wenn man schreit, dann geht das alles viel besser. Und dann ist der Panzer auch schneller. Ging nicht durch. Also wir haben einen Abpraller und einer ging nicht durch. Also das heißt, die neuen Panzer, die angegriffen haben, haben bis jetzt zwei Schuss abgesetzt auf den T-34 und nichts bewirkt. Also keine Ketten sind kaputt gegangen, nicht durchgeschlagen und nicht am Turm durchgeschlagen, gar nichts. Noch ein Abpraller. So, bevor das weiterläuft. Was passiert hier gerade? Also die Panzergranate schlägt in diesen Turm ein. Die kinetische Energie, die Druckwelle, die Hitze, die Splitter müssten eigentlich die gesamte Besatzung töten, den Panzer von innen unbrauchbar machen. Und wenn wir ganz viel Pech haben, geht so ein Splitter in die Munition, die am Boden liegt, und der ganze Turm fliegt weg. So ist es eigentlich, wenn man ganz viel Pech hat. Panzer vernichtet. Ein Kommandant würde so einen Panzer erst, wenn er brennt, die aussteigen oder wenn er in die Luft geflogen ist, als Panzer vernichtet kennzeichnen. Er würde noch ein zweites Mal drauf schießen, wahrscheinlich jetzt noch mal ins Heck oder was auch immer, um sicher zu gehen. Weil man sieht ja an den Auspuffgasen auch, er läuft ja noch. Also wenn ich es richtig gesehen habe, war er schon wieder ein Abpraller. Wahrscheinlich trinken die auch gerade Kaffee, stehen da rum, machen nichts. Also nee. So, wir haben jetzt hier mehrere Handgranaten, die natürlich um das Rohr rumgeworfen werden. Eigentlich, natürlich, Handgranatenexplosion auf dem Panzer, da passiert nicht viel, auch wenn die sich rumgeworfen haben. Aber dass der Panzer dadurch explodieren könnte und der Rohrkrepierer, den kaufe ich auch nicht. Also tut mir leid. Fünfter Abpraller? Ich weiß es nicht. Das ist genau dieses Nachladen. Also. Nur mal zur Erklärung, sobald der Schuss das Rohr verlassen hat, wird sowieso nachgeladen. Und wenn der Kommandant nichts anderes befiehlt, ist es immer eine Panzergranate, die geladen wird. Es sei denn, die stellen um auf Sprenggranaten. Das heißt, dafür haben wir den Ladeschützen. Also er schießt, lädt nach, schießt, lädt nach und nicht wir laden und das muss nicht befohlen werden. Ja, ist klar. Das heißt also, es sind keine deutschen Panzer mehr da, es sind keine Grenadiere mehr da, sind alle tot. Und die beiden sind zum Schluss über. Auch die auf dem Hügel vorhin waren und mit ihren Granatwerfern geschossen haben, sind auch alle weg. Also, puh. Da haben dann ein paar Mann die ganze Division, wollte ich schon sagen, aufgehalten hier, den ganzen Zug. Nicht nur, dass die Deutschen hier dilettantisch kämpfen, sondern die werden nicht nur, also die können nichts, sondern sind auch noch Heulsusen dargestellt. Also, ich finde. Da haben die Russen ein bisschen viel reingepackt in diesen ganzen Scheiß. Also der kommt jetzt um die Ecke, sieht den Panzer, hat ihn im Visier und macht nichts, fährt einfach weiter. Wir gucken nochmal. Und das ist ja auch das Problem, was die russischen Panzerkommandanten hatten. Wenn die sich auf ihre Optik konzentriert haben, kriegten die ja nicht mit, was rundherum ist. Der deutsche Panzerkommandant hat ja oben seine Luke. Und konnte dann durch die verschiedenen Panzergläser rausgucken und hat gesagt, da ein Panzer da und hat dann eben den Richtschützen gesagt, die und die Richtung, 3 Uhr, keine Ahnung, der hat dahin gezielt und hat dann den Feind im Visier gehabt. So, also hatte der deutsche Panzerkommandant immer noch einen Vorteil gegenüber dem russischen. Aber wie ich das richtig gesehen habe, hat er jetzt auch wieder reingeschossen in den Panzer. Da war ja ein Loch drin. Gucken wir nochmal. Ja, ich würde sagen, das ist ein Einschussloch hier, ne? Das heißt also. Der Fahrer müsste jetzt eigentlich auch schon im Eimer sein, der Ladeschütze sowieso. Dürfte eigentlich technisch auch nicht mehr so viel funktionieren. Aber es geht noch weiter. Da hat man dann auch nicht was abgekriegt, aber er lebt noch. Ich denke mal, der Rest seiner Besatzung wird auch tot sein. Ja, stoppen wir hier mal und dann würde ich sagen, wenn ich mich gleich ein bisschen entspannt habe, dann gehen wir noch mal zu einem kurzen Fazit über. Ja, ich habe ja versucht, mich im Zaum zu halten, aber also nehmen wir jetzt mal die tricktechnischen Effekte, die Geschosse, die da rumgeflogen sind und so weiter. Das ist wirklich gut geworden. Ausrüstung, Waffen,
tippitoppi, CGI-Panzer, lass sie sein, wie sie wollen. Die deutschen Panzer und die russischen Panzer sind echt in Teilen auch gut gemacht. Aber Leute, ganz ehrlich, das glaubt euch doch kein Mensch. Ich meine, so ist der Krieg doch nicht gewesen. Sollen jetzt alle nach Spätgeborenen das so sehen, dass wenn man diesen Film sieht, dann denkt man auch, Mensch, Großvater oder Urgroßvater war ja ein totaler Vollidiot. So, die sind bis nach Moskau gekommen mit dem technischen Vorteil, mit den Panzerfahrzeugen, mit den Offizieren, die geführt haben, diese Panzerverbände. Ich meine, das waren alle keine Dilettanten. Dass man das jetzt so hinstellt, finde ich also echt einen Schlag ins Gesicht. Das kann ich immer wieder sagen. Das war bei Fury schon so und das ist bei vielen Filmen mittlerweile so, Stalingrad, der neue auch. Das ist ja auch nicht mehr objektiv, ne? Dass hier ein T-34 einen Panzerzug auseinandernagelt. Wenn die so gut gewesen wären, dann hätten wir noch nicht mal die russische Grenze überschritten. Aber das waren sie halt nicht. So, das ist erst nachher gekippt aufgrund der Masse und steht alles in den Geschichtsbüchern, ja. Aber so, das so darzustellen, das finde ich, ist nicht in Ordnung. Und deswegen kriegt der Film von mir auch keinen Daumen, auch von der Ausrüstung her und so, das haben sie gut gemacht. Aber die Story und das Umgesetzte ist völliger Nonsens. Und das ist einfach mein Fazit zu diesem Film. Ich will mich nicht aufregen, aber je mehr ich mich damit befasse, desto mehr ärgere ich mich. Es gibt noch mehr Szenen in diesem Film. Ich werde noch wahrscheinlich die Szene da in diesem Lager, wo sie sind, noch mehr mir vornehmen. Und ich werde mir auch noch mal die Endszene vornehmen. Und dann zeige ich auch noch mal, was das alles für ein Schwachsinn ist. Also T-34, das Duell, Schwachsinn hoch 3. Noch nicht mal ein guter Actionfilm. So sehe ich das. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei wart. Schreibt gerne eure Kommentare dazu. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. So, jetzt macht's gut.